Freunde, es ist schön, wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch wenn ich für euch nicht weg war. Ich war nämlich im Urlaub und ich werde heute mal wieder einen Tag lang Essen bestellen, beziehungsweise bei drei verschiedenen Spots Essen bestellen. Nicht wie beim letzten Mal das teuerste, sondern heute das günstigste. Ich freue mich darauf, denn ich bin fest überzeugt, dass es überhaupt nichts über die Qualität aussagt. Es ist quasi der gleiche Aufbau wie beim letzten Mal, als wir das Ganze mit dem teuersten gemacht haben. Wir scrollen einfach mal blind ein bisschen hoch und... Burger Brothers. Anscheinend ein Kölner Burgerspot, den ich noch gar nicht kenne. Sieht gar nicht mal so falsch aus. Da sind ja immer Bilder dabei. Klassiko Burger. Tomatenscheiben, Snackgurken, Burger Brothers Soße. Kostet 8,40 Euro. Und ich würde beinahe davon ausgehen, dass das auch der günstigste ist. Oh, Italian Wrap. Caesar Wrap ist das günstigste. Ja? 6,50 Euro. Ja. So Beilagen, Fingerfood und sowas zählen wir mal nicht mit rein. Das heißt, es wird dann doch für mich der Caesar Wrap. Ich würde sagen, ich bestelle den und dann gucken wir direkt zum nächsten Restaurant. Wir machen ja wieder drei Restaurants an der Zahl, das heißt, es wird Zeit für die Nummer 2 und wir starten direkt rein. Ich scroll einmal schön runter, ein bisschen hoch und noch ein bisschen runter, noch ein bisschen hoch. Jetzt haben wir Casita Mexicana, Köln. Okay. Chips und Guacamole. Okay, das sind die Vorspeisen. Bei den Vorspeisen gucke ich jetzt einfach mal gar nicht erst. Dann haben wir eine Ensalada Mixta für 9,50 Euro. Okay, Hauptgerichte Quesadilla 7,90 Euro. Dann sind wir nur noch bei Extras. Das heißt, es wird Quesadilla werden. Geil. Da habe ich auch Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf. Bisher gute Sachen auf jeden Fall am Start. Viel Tortilla-lastig auf jeden Fall. Ein Wrap und Quesadilla jetzt. Deine Füllung? Okay, ich kann mir nicht alles auswählen, weil manche kosten halt. Ja, dann nehme ich Pastor wahrscheinlich. Ab geht die Post. Weiter geht's mit dem dritten Restaurant. Ich bin gespannt, was wir jetzt bekommen. Das sind ja beides jetzt so kleine Speisen. Ich hätte Bock auf eins, wo es nur große Sachen gibt, wo ich einfach das System dribble und trotzdem was Nices bekomme. Aber ich überlasse das Ganze wieder dem Zufall. Scroll ein bisschen hin, scroll ein bisschen her, ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Und wir haben, ich habe meinen Finger, okay, jetzt ist die Frage, ich hatte meinen Finger zwischen zwei Restaurants. Einmal Lezizel, das sind Mante, türkische Mante, was sehr geil ist. Und Kitty Chai Thai Street Food. Darf ich es mir jetzt aussuchen? Weil ich war genau dazwischen. Wofür wärst du? Ich würde wahrscheinlich Mante nehmen. Jetzt, ich hatte ein bisschen mehr für meinen Finger bei den Mante. Hier wird es uns relativ einfach gemacht. Wir haben Mante, Rindmante und vegane Mante. Dazu gibt es Beilagen, Nachtisch, das war's. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die veganen Mante. Ich habe noch nie gegessen. Habe ich auch, hast du überhaupt noch nie gegessen oder vegan noch nicht? Ich habe manches schon gegessen, aber also mit der klassischen Füllung, mit der Rinderfüllung halt. Ja, ne? Ja. Soße Knoblauch. Okay, alles andere kostet extra. Und damit ist auch beim dritten Restaurant bestellt. Darauf freue ich mich fast am meisten. Leider müsst ihr auch am längsten warten, aber wir fangen erstmal an mit unserem Burger. Los geht's mit unserem Wrap. 6,50 Euro. Hier haben wir das gute Stück. Erstmal ein stabiler Apparillo. Man muss dazu sagen, 6,50 Euro. Ich bezweifle, dass er mich komplett satt machen würde. Aber dazu kommt auch noch, dass man eigentlich ja immer noch irgendwelche Füllartikel für den Mindestbestellwert bestellen muss. Lassen wir heute außen vor. Also wenn ich überlege, ich muss jetzt erstmal probieren, um zu checken, ob es das wert ist. So ein direkter Vergleich für mich wäre direkt so ein Lahmacun. Eigentlich ja, ne? Oder? Lahmacun, den du dir auf der Straße holst für 6 Euro mittlerweile. Wird ja auch alles teurer. Also ist schon vergleichbar, aber der ist dann nochmal eine Ecke größer. Wir probieren aber das Ganze, weil der Preis rechtfertigt sich an erster Stelle durch den Geschmack. Im ersten Blick ein bisschen trocken. Ich glaube, es liegt zum großen Teil daran, dass da oben wirklich nur Tortilla war. Aber also sieht nicht verkehrt aus. Da ist so Fried Chicken drin. Die Frage ist, denkst du, das ist so self-made oder ist das so eingekauftes Chicken? 100% self-made. Das Chicken ist auf jeden Fall super lecker. Ja. Also, ob eingekauft oder nicht, super lecker. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass das ein Wrap von einem Burgerladen ist, weil der nicht unbedingt so gesund schmeckt. So, der hat da so eine Sauce drin, das frittierte Chicken und so, das trägt auf jeden Fall auch dazu bei, aber es ist auf jeden Fall lecker. Aber man sieht ja ganz gut, wie der aufgebaut ist. Bisschen Salat, bisschen Tomate, viel Chicken und dann halt ein bisschen von dieser Special Sauce, die wir hier auch sehen. Also, ich muss sagen, es ist ein leckerer Wrap. Wenn man jetzt aber auf das Budget guckt, nicht um wie ich irgendwie eine Challenge zu machen, sondern wenn man halt unbedingt satt werden will, weiß ich nicht. Weil man kriegt ja, wenn man aufs Budget guckt, kriegt man, glaube ich, wenn man nicht bestellt, schon mal grundsätzlich mehr für sein Geld. Wenn man selbst kocht, sowieso. Wir erinnern uns, 1 Euro für einen Tag kochen hat auch funktioniert. Ich würde wie immer sagen, grundsolide. Also es ist safe lecker. Das ist Andalus-Soße, ne? Das ist Burger Brothers Soße. So eine süße Curry so ein bisschen, ne? So eine Curry-Soße, ja. Keine Caesar-Soße, was man eigentlich erwartet. Bei einem Caesar-Wrap, true, würde man wahrscheinlich so Parmesan... Das Einzige, was da an Caesar ist, ist halt so dieses Crispy Chicken ein bisschen. Ja. Es ist lecker. Es ist ein bisschen trocken. Keine Überraschung. Keine 10 von 10. Keine 10 von 10 und auch keine krasse Überraschung, finde ich. Hab gerade nochmal nachgelesen, Hähnchenbrustfilet frisch mariniert und paniert. Das ist schon, das gibt extra Punkte, das ist geil, dass sie sich die Mühe machen.
Schauen wir, was haben wir als nächstes? Weiter geht's mit der Quesadilla für 7,90 Euro. Also sind wir schon mal 1,40 Euro über den Preis von gerade eben. Hoffentlich lohnt sich der Aufpreis. Es ist, also heb's mal bitte hoch. Das ist nix. Das ist halt, also ich hätte gerne jetzt eine Waage hier. Leider habe ich ja noch nicht meine Küche, aber unter 200 Gramm auf jeden Fall. Es sieht aber dafür, muss man sagen, nicht verkehrt aus. Wir machen einmal auf. Ja doch, komm, Digga. So wirkt es irgendwie nicht mehr ganz so leicht. Es wirkt sehr, sehr saftig. Schön fällt sich auf. Boah, ich bin ready. Meine Erwartungen haben sich gerade nach dem Aufklappen verdoppelt. Ich dachte davor so, oh nee, Mann. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Rein da. Juicy. Boah, crazy saftig. Richtig schöne richtig schöne würzige Note. Der Käse ist auch am Start, man sieht das jetzt hier. Der sah echt ein bisschen dadurch, dass sie den quasi auf so einer Plancha wahrscheinlich einmal komplett durchgegrillt haben, dann den Quesadilla draufgegeben und dann haben die es wahrscheinlich einmal gedreht, befüllt. Und deshalb hat man wie so einen Chip aus Käse oben drauf. Schmeckt richtig gut. Guck mal hier vorne. Da sieht man es so richtig so. Crazy. Das aber richtig. Preis über 7 Euro, ne? Ja, das ist true. Das ist übelst viel dafür. Also das ist... Das ist ja, also wenn wir jetzt gerade schon gemeckert haben, das ist ja noch mal wichtig. So zum, ja, zum satt werden, zwei davon ja. Wahrscheinlich. Wobei die schon mächtig sind, muss man auch sagen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Du musst dir safe davon auch ein bisschen gönnen. Das ist richtig lecker. Geil, ne? Das ist so geil gewürzt, finde ich. Boah, der schallert so richtig rein. Mhm, der ist so richtig so, danach legst du dich schlafen. Du hast so 3 Bier getrunken, dann isst du den, die Bier sind so verschwunden. Es gab die nie. Nee, der hat das so alles aufgesaugt. Wenn du den isst, nachdem du 3 Bier getrunken hast, dann hat der die 3 Bier getrunken. Sowas braucht man, Alter. Das Ding ist halt auch, gerade haben wir so ein bisschen, waren wir so ein bisschen stutzig, okay, 6,50 Euro für diesen Wrap. Mhm. Aber das schmeckt halt so gut, dass du die 7,50 Euro vergisst. Mhm. Aber man muss einfach sagen, Essen bestellen ist teuer. So, wenn das die günstigen Hauptspeisen sind. So in Mexiko kostet er so 3 Euro. Lesisel Mante, wie gut. Hier direkt wieder, das ist ein Paket. Man ja. Denkt so, ja, man denkt so, oh, das könnte ein bisschen wenig sein, aber das sind so 400 Gramm. Verstehst du, was ich meine? Vegane Mante mit Knoblauchsoße. Die war, glaube ich, vegetarisch, streng genommen nicht vegan, was wir hier haben. Aber, ui, das sieht super aus. Man muss dazu sagen, Mante kennt ja vielleicht nicht jeder. Gibt es ja wirklich in allen Kulturen dieser Welt, ne? Diese kleinen Teigtaschen, ob es jetzt Pierogi sind oder ob es Mante sind, wie auch immer, oder Maultaschen. Aber so oder so, es ist wirklich eigentlich immer geil. Deshalb bin ich gespannt, wie diese Ausführung hier schmeckt. Joghurt, Knoblauchjoghurt, Gewürzöl. Let's go. Boah, wenn man es mit Nudeln vergleicht, ne? Bei Nudeln würde man erwarten, dass sie so nicht al dente sind, aber so ein bisschen Biss haben. Die Mante verfallen so richtig krass. Ich muss sagen, die Mante selbst geben vor allem Textur. Der Geschmack kommt vor allem von der Knoblauchsoße. Macht aber wirklich einfach Spaß zu essen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Mante auch von Hand gemacht sind. Der Laden macht nur Mante, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall eine wilde Sache. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, würde ich auch sofort wieder bestellen für 8 Euro, weil du wirst dafür, es ist halt eine vollwertige Mahlzeit für 8 Euro. Dafür ist es ultra stabil. Es fühlt sich auch gar nicht so an, als würde man danach so platt sein oder so. Wenn du es jetzt einordnen müsstest. Number one, Al Pastor. Mm. Nummer zwei, man muss auch mit einbeziehen, wie viel Geld und so weiter und so fort. Würde ich trotzdem mal auf die Mante gehen und trotzdem sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen das günstigste heute gewesen, der Wrap auf dem dritten Platz. Alle drei Sachen aber wirklich beim besten Willen nicht schlecht oder so. Wurden nicht enttäuscht. Genau, überhaupt nicht enttäuscht. Die Quesadilla hat komplett overdelivered, war viel krasser als gedacht. Hier wusste ich irgendwie schon, dass es geil sein würde und ich wurde auch nicht enttäuscht. Der Wrap war auch super. Eine gute Entscheidung, einfach mal neue Sachen auszuprobieren und sich die verrücktesten Wege zu überlegen, um irgendwelche Sachen zum ersten Mal zu bestellen. Macht es auch und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.